Qualitätsszenarien helfen einem dabei, technische Anforderungen an ein System zu erfassen. Diese technischen Anforderungen sind dann eine gute Basis für eine Architektur, aber leider ist das Werkzeug der Qualitätsszenarien oft schwer einzusetzen. Deswegen wollen wir uns am Freitag Qualitätsszenarien anschauen, warum die so wichtig sind für eine gute Architektur und wie wir tatsächlich sinnvolle Qualitätsszenarien erfassen und mit denen anschließend arbeiten. Ich freue mich auf viele Fragen, viele Kommentare und hoffe, dass wir uns am Freitag sehen. Bis dahin.